außerdem an und wenn der dann auf mich schießt, schieße ich. Ja, das sowieso, das passt schon. Werden. Ja, nur Gump wird überfallen, Gump wird überfallen, Gump wird überfallen, Gump wird überfallen. Unterwegs. Verstanden. Jungs, jetzt alle zu Gump, los! Streife 4 unterwegs. Rebellenaufforder in der Stadt, Polizeiaufforder steht noch an der letzten Position von Gump. Der Rebellenaufforder ist in Richtung West unterwegs, wir folgen dem Mann. Ja, mach das mal. Ist noch weiter Fahrzeuge dort? Aktuell nein. Gut, dann verfolgen wir den Rebellenaufforder. Absicht Kontakt zum Rebellenaufforder und dann nehmen wir Verfolgung auf. Gump kommt uns genau entgegen. Wow. Drehen, drehen. Das war er, das war er. Wir melden uns bei ihm. Fährt Hauptstraße wer war der, Richtung wer war der Notruf? Wer war der Notruf gerade? Schreibe 2. Negativ. Dann war es Streife 3. Ja, das ist Gump-Streife gewesen, oder? Wenn Gump wieder funktioniert, dann lass ich mitlaufen, wenn es geht. An unserer Position. Fährt Hauptstraße Richtung Süden. Welche Folgen ist ab? Hallo, Kollegen! Achtung, die Rebellenaufforder kommt von hinten. Gump ist auf jeden Fall der Dritte, alles gerade zu berufen. Tschüss auf uns! Tschüss auf uns! Euer Status? Feuerstatus, Gump ist da drin, ich weiß nicht. Können nicht drauf schießen, wenn da Geißel für uns drin sind. Ja. Versuch die nach Osten zu Park. Schieben. Schulz, außer Gefecht gesetzt. Sammeln wir bitte alle im Akku. Mach noch schnell die Hülle. Alles klar, jetzt kommt Verhandler Multi, jetzt geht's los. Darf ich eigentlich auch irgendwas machen, außer mit den Deppen reden? Muss man noch nicht. Alles klar. Hast du den da heute? Ja. Treten. Hallo? Nimm, schnappst du immer Multi und bist mal sein Assistent, wenn der irgendwas braucht, machst mit ihm, was gemacht werden muss. Die anderen Streifen, also Jones, Lomsi, seid ihr noch da? Ja. Jo. Gut. Ihr benutzt, bemannt bitte eine Streife und geht in den Westen. Cole Lambertson? Ja. Will den Hellcat rausholen? Bank. Hä? Aber kurz. Bank. Hä? Ist wahrscheinlich einer mit Fallschirm reingesprungen. Gut, Leute. Dann ihr kennt eure Streifen, aufsitzen, Mann. Lüge. Los. Hallo. Goku, du fährst. Okay. Veritas, ich brauche eine Meldung für eine Sperrzone. Ja. Ziel? So, wir fahren bitte aus Richtung Norden ran. Könnt man bitte auch im Tresorraum jemand drin ist, weil das hat mich dann interessiert, wie die dort reingekommen sind. Wahrscheinlich ja, wir positionieren uns gerade um. Oben auf dem Bankgebäude steht ein Pickup. Auf dem Bankgebäude. Schulz von der Luftkampf. Schulz hört. Möglicherweise ist er näher mit Gump rein. Gump hat ja noch eine Security Card für sowas. So, als kleine Meldung, ich habe mal ein bisschen nachgefragt, was erfolgen soll. Ich soll gleich zu den Jungs kommen. Ich habe mal so unterschwellig nachgefragt, ob die was mit der Bank zu tun haben. Und die Antwort war, finden sie es heraus. Also ich gehe davon aus. Das heißt, ich muss da gleich hin, wahrscheinlich. Ihr Lomsby, ihr seid irgendwie falsch. Ihr solltet in den Südwesten. Unser Ort ist stecken geblieben, tut mir leid. Ich wiederhole, unser Auto ist stecken geblieben. Wir kommen da nicht mehr weg. Anflip? Hat nicht funktioniert.
Ich bekomme eine Abholung. Loco, mach dich mal auf und hol das Fahrzeug, bitte. So, recht. Helikopterplan zu wissen, könnt ihr das Feuer öffnen. Danke. Okay. Schön. Also wir sollen nur für Helikopterabwehr da sein. Genau. Okay. Schulz für Loco kommen. Schulz hört. Soll ich zu euch zurückkehren oder Fluchtwagen bereitstellen? Du bleibst bitte bei Lomsi. So, verstanden. Schulz für Ohren kommen, bitte. Schulz kommen. Verhandlungen stehen, ich soll mich gedulden. Eine Antwort bekomme ich leider nicht von den Geiselnehmern der zwei Cops. Olaf, der hat euch ein Visier, hat auf euch geschossen. Verstanden. Helikopter, Landanflug. Das ist Yui. Das ist Yui. Feuer frei. Schulz, da raus. Person lädt irgendwas in den Off-Holder ein, will wahrscheinlich mit dem UE verschwinden. Ja, wenn sie das macht, kannst du dann ja wieder Feuer freigeben. Hast du dann? Okay. Hat er noch andere Leute gesehen? Aktuell nicht, nur einer auf dem Dach, so wie einer lebt, der andere lebt noch, also zwei Leute leben aktuell laut ihr. Und einer ist ja gestorben. Einer ist gestorben, zwei leben von denen noch. Das heißt, da muss einer bei der Bank ja direkt sein, das Gold einladen. Captain Caps Lock. Braucht Hilfe. Ja. Weißt du noch, wo der Off-Roader steht von uns? Ja. Nicht ganz präzise, ehrlich gesagt. Der Schütze. Aber hast das finde ich. Hast du einen Red Bull? Ja. Was soll ich holen? Hierher, ja. Aber ein bisschen. Stay, bevor du hier bist, den Motor vielleicht ausschalten. Dass, wenn wir die Möglichkeit haben zum Stimmen, dass wir gleich verfolgen oder so können. Hier liegen wir total scheiße, wir können nicht vorrücken. Ja, okay. Ich sehe zu, dass ich die Karre hinkriege. Haben Harrison und Lomsby Schussfreigabe, wir hätten ihn im Blick. Natürlich Schussfreigabe. So, Jungs, der Wagen steht 80 Meter hinter uns im Wald. Hier, sagt ihm bitte noch einmal, der Herr auf dem Dach ist 20 Meter. Sonst werden wir dann mit größeren Sachen vorrücken. Können wir schnell weg. Hast du ihn gesehen jetzt sogar? Ja, positiv. Rechten Seite am Dach war er wieder. Der wird uns spotten. Vermutlich. Schulz meint, wir sollen irgendwie einen Weg finden, dass wir dorthin kommen. Das heißt, aufsitzen und Abflug, oder? Ich hätte eine Idee, ihr fahrt jetzt rechts hinterm Berg, wo du mich siehst. Da kann man aufsitzen und dann kann man links stürmen, direkt zur Bank. Aber wir müssen vorsichtig sein, wegen den Schützen am Dach. Der wird uns sicher beobachten, was wir... Da ist er wieder, Feuer! Harrison, bist du bereit? Für was? Schulz meint, wenn wir den nicht oben Dach kriegen, dann wieder eine Rundmeldung schicken. Ich habe ihn ins Sichtfeld, aber nur einen Rucksack. Ah, das ist leider zu wenig. Komm auf meine Position. Ich gehe rüber. Vorrücken, gib mir Deckung.
Was für eine Verhandlung die gerade? Vor mir einer, Kontakt, Kontakt. Beim kleinen Hier? Haus vor mir. Ja, beim kleinen Haus vor mir. Nicht schießen, Mike. Die ziehen sich zurück. Ja, ich hab's weggelesen. Jetzt chill mal, ich wollte nur vorrücken. Da war außerdem ein und wenn der dann auf mich schießt, schieß ich. Ja, das sowieso, das passt schon. Hätte ich einen Sniper gehabt, wäre er weg. Haben wir eigentlich Sniper-Teams? Nö. Wäre mal was, oder? Ja, das wäre mal was. Also ich wäre voll und ganz dafür. Dass ich auch von mir aus, keine Ahnung, eine Ausbildung dort gehe oder so. Weil bei sowas ist das echt praktisch. Lassen wir die jetzt ziehen, weil ich hab das Fluchtort im Visier. Wie lassen die jetzt ziehen? Der Gump machen. Gump kann nicht verhandeln, Gump ist geil, als Geisel genommen worden. Ich weiß, dass Gump Geisel ist. Wir geben ihm einfach ein Funkgerät und dann verhandelt er für sich selbst, wenn man so sieht. Na, könnt ich will ruhig. Raus, ich will hier raus, Ey, warte, ganz ruhig, nicht, dass einer stirbt. Die 716 Meter entfernt, wir können einsteigen, weiter vor. Ich hab Raven jetzt zum Akku gestellt. Ich warte mal hier, bis hier. Okay, ja, vielleicht fällt noch irgendwer vom Dach oder so. Ja, schauen wir mal. Ich kenn ein Lied und das geht jedem auf den Nerven. Jedem auf den Nerven. Jedem auf den Nerven. Mach das nicht. Das ist mir zu viel, ich bin weg.